Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir einen super, super leichten Kimono bzw. Cardigan. Für unseren Cardigan oder unseren Kimono brauchen wir echt nicht viel. Und zwar einfach nur eine Schere, Nadel und Faden, einen Schal oder einfach einen großen Stoff, den ihr irgendwie einfach gekauft habt. Ihr könnt alternativ auch einfach eine Nähmaschine nehmen, so wie ich, damit es schnell geht. Und ein Maßband. Ist aber kein Muss, ihr könnt auch schätzen. Ich mache es aber vorsichtshalber mit einem Maßband. Also lass uns loslegen. Legt euren Stoff ganz einfach aus und achtet darauf, dass ihr Platz habt, weil wenn ein Knick drin ist, ist uncool. Und ja, faltet euren Stoff einmal in der Mitte und dann vermesst ihr das einfach nochmal. Ich habe 1,60 in der Breite und 1,80 in der Länge. Dann sollten die richtigen Seiten zueinander zeigen, das heißt die falsche Seite zeigt nach oben. Warum sollten wir vermessen? Und zwar deswegen, denn wir müssen einmal in der Mitte das teilen, die eine Seite, also in der Länge. Ich habe 1,80, somit muss ich bei 90 einzeichnen, also 1,80 durch 2. Das Ganze zeichne ich jetzt geradewegs herunter, weil wir da nämlich gleich schneiden wollen. Jetzt sollte man nur die eine Seite schneiden. Das ist jetzt sozusagen unsere vordere Ansicht, der Schlitz, den wir haben in unserem Kimono oder Cardigan. Und deswegen achtet bitte darauf, schneidet nur die eine Seite und nicht beides mit, weil sonst habt ihr zwei Hälften. Und das wird ziemlich uncool. So sollte das dann aussehen. Jetzt vermesse ich meine Schulter. Ich habe 49 cm, aber ich möchte gut rechnen, damit ich ein bisschen Luft habe. Und rechne jetzt mit 50 cm. Addiere aber jetzt bei jeder Seite nochmal 2 cm. Das heißt, wir haben insgesamt nicht mehr 50, sondern 54 cm. Und die Mitte sollte dann, also ihr solltet einfach dann 54 durch 2 rechnen und dann sollte das dann die Mitte sein. Seht ihr? Genau, das ist die Mitte und rechts haben wir jetzt einfach ein paar Zentimeter dazu gerechnet. Das zeichne ich mir ein, damit ich mich orientieren kann. Und jetzt machen wir die Ärmel. Die Ärmel sollten etwas breiter sein, bei mir. Ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Und dann stecke ich das Ganze auch schon fest. Praktischerweise ist genau da der Knick des Stoffes. Seht ihr? Ganz, ganz simpel. Alternativ könnt ihr jetzt euren Kragen machen und ja, entweder ihn so ausschneiden, wie ihr möchtet, aber ich habe jetzt einfach so eine komische A-Linie gemacht. Also das war eigentlich relativ Freestyle, von daher, ja. Jetzt steckt ihr eure Seiten fest, also eure Taille, naja, also vom Ärmel abwärts könnt ihr es jetzt gerade machen. Ich mache es asymmetrisch, also in A-Form. Da könnt ihr auch frei sein, wie ihr möchtet. Nun schneiden wir das Ganze aus und ihr werdet sehen, wie cool das aussieht. Ja, ich habe noch Etiketten bei Rossmann gekauft, etwas länger her, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und ich werde die jetzt einnähen, weil ich denke, dass es ziemlich cool ist. Dann habe ich nämlich so einen Fadenvorhang gekauft in unserem Baumarkt für 3 Euro, könnt ihr es glauben? Und ich dachte, das macht sich doch bestimmt cool auf diesem Cardigan im Boho-Look. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram, YouTube, Facebook folgen.
abonnieren und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!